Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck die Karte der Narr. Wow. Also momentan die Energie zeigt sich bei mehreren Sternzeichen. Ziemlich interessant, ja. Bei dir ist es auch nicht anders. Löwe. Also die Karte der Narr, du siehst Nummer 0. Und unabhängig jetzt von deiner Situation, also ich kenne ja deine Situation nicht, aber du siehst ja, also es gibt hier eine Art von Befreiung, ja. Also dieses Gefühl von sich frei fühlen, loslassen, was Neues, also einen neuen Zyklus. Am Ende ist die Karte der Narr die Nummer 0, also ja, Nummer 0. Interessant finde ich bei dir gerade, Löwe, dass auf den Würfeln kam die Nummer 10, ja. Die Nummer 10 deutet auch auf ein Ende, ja. Und die Nummer 10 zeigt sich bei dir auf das, ja. Also die Nummer 10 in der Mitte, die Nummer 10 auf den Würfeln und Nummer 1 eigentlich, nämlich auch und die Nummer 0. Was ist jetzt nur meine ist, du weißt ja, Nummern sind ja wichtig, aber wirklich und es ist einfach so. Und die Nummern möchten uns immer auch was sagen. Ja, also in dem Fall bei dir reden die Nummern sehr laut. Ja? Also. Das Gefühl ist, was ich gerade habe. Die Nummern reden hier in deiner Legung sehr laut. Nochmals, unabhängig von deiner Situation, ich weiß nicht, wo du dich jetzt momentan befindest, wie deine Situation ist und so weiter. Aber tatsächlich, die Illustration hier, schau mal, die Illustration auf dieser Karte, zeigt eine Person, die glücklich ist, die riskiert. Eine Person, die riskieren möchte. Eine Person, die was Verrücktes erleben möchte sogar, ja, und vorbereitet ist. Diese Illustration hier, diese Karte, deutet auf eine Person, die in dem Glauben ist, ja. Also ich riskiere, weil ich in dem Glauben bin, dass alles gut gehen wird. Ich bin mir sicher. Ich vertraue, dass es so wird, so ist und ich bin in meinem Glauben. Das, wie gesagt, man fühlt sich hier frei. Ich bin erstmal frei. Ja, erstmal bin ich frei. Reden wir hier jetzt unbedingt, dass man was mit einer neuen Person eine Beziehung möchte und so weiter. Nein, eigentlich die Karte der Narr möchte vorerst gar keine ernste Beziehung anfangen. Ja, also die Karte der Narr, diese Person möchte erstmal dieses Gefühl genießen. Ich möchte das Gefühl genießen, ja, was es sich, wie es sich wieder anfühlt, dieses frei zu sein. Ja, dieses frei zu sein einfach. Interessante Energie. Tja. Und hier habe ich die Königin der Schwerter, aber auch das Gericht, die Karte, das Gericht und die Karte der Narr. Also Löwe, irgendeine Nachricht oder eine bestimmte Kommunikation. Und ich rede über eine wichtige Kommunikation, ne? Weil immerhin ist die Karte das Gericht. Und jetzt natürlich, so wie du weißt, wie ich immer sage, es kommt natürlich jetzt auf deine Situation drauf an. Weil können wir hier jetzt mit einer juristischen Sache zu tun haben? Natürlich. Natürlich. Das ist deutlich, für eine Gruppe habe ich hier deutlich mit einer juristischen Sache zu tun.
Ja, ich zeige dir jetzt die Karten, die ich für dich habe. Und das ist ziemlich deutlich bei dir. Sei wie es sei, diese Kommunikation lässt dich also du fühlst dich unglaublich wohl. Du wirst dich unglaublich wohl fühlen. Ja, es ist einfach so. Ich sehe hier eine wichtige Kommunikation. Ne? Also, und das ist sogar einen Anruf, also in Form von einem Anruf, den du bekommst. Also wir schauen jetzt. Wow. Sag ich dir, aber ich sehe hier eine Sache kommen. Ne? Also ich sehe hier, du bekommst, wie gesagt, entweder ist Post, was du bekommst. Ja, dass du auf Post wartest, wichtige Post, also und das ist wirklich, hat mit etwas mit Behörden zu tun, mit Gericht, mit einer juristischen Sache tatsächlich, oder doch einen Anruf. Augenblick, Löwe. Augenblick, nur eine Sekunde, die Katze möchte raus. Sal, pero no entras, eh? Venga. Ja, und zwar interessante Energie, Löwe. Schau mal jetzt die Karten, die für dich noch gekommen sind. Also, eine Puppe, Puppe der Kelche, 10 der Münzen und Ast der Schwerter. Also, 10 der Münzen. Das ist eine Karte, die sehr viel für Familie spricht. Ne? Also sehr viel nicht. Das ist eine Karte, die für Familie spricht. Ja? Familie, Eigentum, Finanzen, Geld, viel Geld, überhaupt Eigentum, einen Erbe und so weiter. Ich sehe hier Familie und Kinder. Tatsächlich, also sicher, Familie und Kinder. Und doch nochmals Ast der Schwerter. Du siehst hier nochmals Löwe, Nummer 10, Nummer 1. Extrem interessant, deine Legung, was mit Nummern, was mit den Nummern jetzt so zu tun hat, ja. Also ich spüre hier Erfolg, also ich würde sagen, ich spüre hier für dich Erfolg, ja, in eine bestimmte familiäre Sache, familiäre Angelegenheit. Und jetzt kommt ziemlich drauf an. Also das kann nochmals direkt mit einer direkten Familie, ja. Und da rede ich Mutter, Vater, Geschwister und so weiter, ja. Oder sonst deinen Ehemann, deine Kinder, jene Kinder und so weiter. Das ist halt wie gesagt so eine Situation. Aber ich sehe hier eine wichtige Kommunikation. Ich sehe hier eine wirklich wichtige Kommunikation und das haben wir die ganze Zeit für dich. Also, ich meine jetzt, schau mal bitte, die Karte das Gericht, Ast der Schwerter, Königin der Schwerter. Also, irgendetwas Juristisches hier. Und es hat mit der Familie zu tun. Es ist eine wichtige Kommunikation und Klarheit bekommt man hier in dem Fall. Das ist jetzt Luft, das ist nicht mehr so langsam wie Münzen. Also, wenn die Energie bis jetzt sehr langsam war, es ändert sich. Denn wir haben jetzt hier mit Luftelement zu tun und Luft ist ja schnell, ja. Die Kommunikation kommt auch schnell und das bringt eine Lösung. Also diese Situation hier bringt ja eine Lösung. Für eine Gruppe gibt es hier eine wichtige Unterschrift, wegen einem Eigentum oder Erbe oder so eine Sache. Ich hole mir mehrere Karten jetzt, Löwe. Nochmals die Königin der Schwerter.
Ass der Münzen, starke Legung, Löwe. Ich sehe hier viel Geld, ich sehe viel Geld hier. Geforte, du. Also Löwe, hast du im Lotto gespielt? Sag es dir ganz ehrlich, hast du im Lotto, also momentan sehe ich diese Energie bei mehreren Sternzeichen. Also viel Geld ist hier zu sehen, überall. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Eine Transformation gibt es hier. Es gibt hier eine Transformation. Schau mal bitte jetzt. In der Mitte Ass der Münzen. Ass der Münzen, Ass der Schwerter. Also, Löwe, das ist Geld. Das ist viel Geld. Überhaupt, du hast hier gesehen, 10 der Münzen, ne? Schau mal, Ass der Münzen, Ass der Schwerter und 8 der Münzen. Also, ist das jetzt eine neue, ein Angebot, was du bekommst, was mit Arbeit zu tun hat? Du fängst was Neues an, das hat hier mit der Arbeit zu tun. Du bekommst viel mehr Geld, dein Lohn ist viel besser. Du unterschreibst, wie gesagt, du unterschreibst einen neuen Vertrag. Was für dich sehr, wie gesagt, sehr viel Erfolg hat. Also ich rede hier finanziell gesehen nämlich auch. Die Arbeit ist hier zu sehen halt, ja. Kann das hier jetzt mit doch Post, was du bekommst per Post eine Kommunikation oder doch sonst einen Anruf, wo dir gesagt wird, du hast Geld gewonnen? Wenn du zum Beispiel jetzt im Lotto spielst, ich sage jetzt nicht, dass du es machen sollst, ja? Weil tatsächlich, also so wie ich bei anderen Sternzeichen gesagt habe, wenn du jetzt mit der Einstellung hingehst und sagst, gut, ich meine, ich habe noch nie was gewonnen, aber ich versuche halt, also mit dieser Einstellung braucht man das nicht zu machen. Also da braucht man gar kein Geld zu verschwenden. Entweder bin ich mit der Überzeugung dabei und mit dem Glauben, dass wenn ich spiele, ich gewinne, ja, und man ist wirklich mit diesem Gefühl, ich habe bereits schon gewonnen, ja. Diesen Reichtum vom Universum ist für mich auch da zur Verfügung und ich habe schon bereits gewonnen. Wenn man das nicht mit diesem Gefühl hingeht und im Lotto spielt oder was anderes spielt, braucht man Geld gar nicht zu verschwenden, ja. Wirklich. Aber ich sage wirklich für den Menschen, die vielleicht doch im Lotto schon mal spielen, weil das hier ist, wow, das ist viel Geld. Ich meine, ich weiß, ich wiederhole ständig. Also, Löwe, ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß nicht, in welchem Bereich für dich oder wie das überhaupt, aber das ist hier Geld, tatsächlich. Ist das durch den Verkauf von einem Eigentum, dass man jetzt hier einen Eigentum verkauft und natürlich bekommt man viel Geld. Ja, oder ich kaufe einen Eigentum. Ich weiß auch nicht. Das ist die Energie. Das ist die Energie, Löwe. Und das ist hier eine wichtige Sache. Ich habe sogar der Hierophant hier. Ja? Also, Löwe, du bist gesegnet, ja? Du bist gesegnet. Es gibt hier irgendwie Segnungen, die auf dich zukommen. Neue Segnungen, die auf dich zukommen. Tatsächlich. Ja. Und ich kann dir nur ständig das Gleiche wiederholen, aber die Energie ist schon sehr viel Geld. Also hier habe ich Eigentum, hier habe ich Eigentum, hier habe ich viel Geld eigentlich. Bekommst du das durch, ja nochmals, die Familie? Hat das mit der Familie zu tun? Hat das mit einer wichtige Situation? Ist das eine Versicherung in manchen Fällen? Oder kommt das durch eine andere Behörde? Ist das die Steuer? Du bekommst Geld zurück, sehr viel Geld, was du hast vielleicht schon sehr lang zu viel Geld einbezahlt und das bekommst du jetzt alles zurück. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ist das doch ein neuer Vertrag? Also Löwe, und wenn nicht, du hast vor zu heiraten. Jemand möchte hier heiraten? Möchtest du einen Heiratsantrag machen? Wirst du einen Heiratsantrag bekommen? Möchte jemand dich heiraten? Du gründest eine Familie? Löwe, keine Ahnung. Ne? Aber diese Energie, also hier mache ich mir nichts vor. Das ist ernst. Das ist ernst. Das ist, wenn das jetzt, wenn wir wirklich über viel Geld reden, das ist nicht nur gut für dich, sondern für deine nächsten Generationen, für deine Kinder, die Kinder deiner Kinder und so weiter. Ich rede hier über eine Sache, die nicht nur du spüren wirst, sondern die nächsten Generationen von dir nämlich auch. Ja? Ich spüre hier diesen Glück, viel Glück, viel, ja, viel Glück, tatsächlich. Ich meine, du hast ja gesehen, welche Karte für dich als Energie gekommen ist, Löwe. Und das hier spricht für eine Befreiung. Klar, wenn du jetzt so viel Geld, jetzt zum Beispiel, ja, gewinnst, so viel Geld, du rechnest damit gar nicht, ja? Klar, ich meine, das Gefühl ist ja ermächtigt, ne? Also das Gefühl zu haben, ja, mein Gott, ich kann machen, was es mir passt, ja? Also ich hänge ja nicht mehr, also es hat nicht mehr mit dem Geld zu tun. Ich kann machen und tun, was ich will, weil das Geld ist ja da. Ich kann es ja machen. Ich möchte eine Weltreise machen. Ich mache diese Weltreise. Ich habe ja Geld. Ja? Ich möchte, keine Ahnung, die Energie zeigt sich bei dir einfach nur ermächtigt. Und das kann ich dir wirklich nur sagen. Ich spüre bei dir viel Erfolg und das ist, was ich hier spüre. Ich weiß nicht, was das für dich ist, aber es ist eine starke Energie. Ich hole mir mehrere Karten. Nochmal, sie, Sternzeichen Jungfrau ist hier. Jungfrau Stier, also viel Erde-Elemente. Löwe auf den Würfeln, Sternzeichen Löwe wie du. Aber nochmals, Jungfrau Stier. Aber schau mal bitte jetzt. Ich habe zwei, mehrere Energien hier. Ne? Also acht der Münzen, der Hierophant und eine Königin der Münzen. Also jemand möchte hier tatsächlich einen Heiratsantrag machen. Also so ungefähr, ich möchte dich heiraten. Ich möchte dich heiraten. Ich bin verliebt. Ich möchte dich heiraten. Ich möchte alles mit dir. Ich möchte, dass diese Situation hier funktioniert. Ja, dass diese Beziehung funktioniert. Ich möchte, dass das, also das ist hier diese Situation, ja. Löwe. Aber es ist interessant, ich habe hier die Königin und der König. Ich meine jetzt die Königin der Schwerter und die Königin der Kelche. Zwei Königinnen. Wasser- und Luftelement. Zwilling, Wassermann, Waage, Krebs, Skorpion, Fische. Es gibt hier diese Situation, ja. Augenblick bitte. Es kommt Klarheit hier in Bezug auf eine Person. Die Gedanken sind hier auch sehr, sehr stark hier. Wow. Qué fuerte, du. Also der König der Schwerter, Ass der Schwerter, König der Schwerter und die Karte die Sonne. Die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe wie du. Ich sage dir, Sternzeichen Löwe wie du. Hier habe ich Kinder. Hier habe ich eine neue Situation in deinem Leben. Die Karte die Sonne ist die beste Karte im Tarot. Und spricht für was, für Glück, für was Neues,
Die Sonne scheint hier. Die Sonne scheint. Die Karte der König der Schwerter für mich ist wie die Karte der Gerechtigkeit. Das Gericht ist da, die Gerechtigkeit ist hier und irgendeine Gerechtigkeit wird hier gemacht. Und Löwe, ich sehe wirklich, du kannst mir glauben, sehr viel Erfolg. Nochmals der König der Schwerter. Also Löwe, hat das hier mit einer Scheidung zu tun? Zweimal der König der Schwerter. Sternzeichen Wassermann, Zwilling Waage. Muss aber nicht sein. Wie gesagt, für mich hat das hier sehr viel mit der Gerechtigkeit zu tun. Eine Gerechtigkeit, die auf deinen, für dich gut dasteht. Ja, also es ist gut für dich. Es kommt für dich gut dabei raus. Ich meine, mit der Karte die Sonne geht es ja nicht anders. Löwe, deine Energie ist stark. Wir reden über, und die Kommunikation kommt schnell. Also das heißt hier, Löwe, diese Energie, die ich hier habe, ist jetzt schnell. Wenn das mal langsam war, jetzt ist es schnell. Ja, ich spüre hier einen Schluss hier. Neue Anfänge. Wow. Gefurchte, du. Schau mal bitte hier mit der Königin der Kirche, der Herrscher und die Gerechtigkeit. Der Herrscher und die Gerechtigkeit. Ich sehe hier eine Scheidung. Ich sehe zumindest eine Scheidung, die sogar bereits geschehen ist. Also eigentlich, oder? Oder jemand hat sich jetzt bereits schon. Also nochmals der Eremit, einer Person, die jetzt sehr lang allein ist und heilt die Mäßigkeit. Sternzeichen Schütze, Jungfrau, Stier, Zwilling, Steinbock, Waage, Löwe. Wieder neunte Kirche, irgendwie spüre ich hier eine Situation, also eine Person beobachtet, vielleicht sogar über soziale Netze, aber das ist keine neue Sache, weil das ist ja, das macht ja jeder heute, ja. Also von da aus, aber eine Person, man sieht es hier schon, dass eine Person sich Fotos anschaut oder Videos anschaut, über soziale Netze beobachtet, ja. Eine Person hier möchte sich doch, möchte kommunizieren und sich versöhnen. Es gibt hier eine Versöhnung mit einer Person. Die Kommunikation ist ja da. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Wir reden hier über eine Wahrheit. As der Schwerter, König der Schwerter. Wir reden über Wahrheiten. Eine Wahrheit kommt ans Licht, aber das ist perfekt so. Wir reden hier bei dir über viel Licht, viel Licht. Viel Klarheit, ja? Es sind mehrere Karten hier, die für einen klaren Kopf reden. Ich habe einen klaren Kopf in der Situation, ich weiß jetzt alles, ich habe Klarheit. Ja? Ich kann Entscheidungen treffen, weil ich die ganze Information habe. Und ich bin mir sicher in der Situation, ich habe gar keinen Zweifel, ich entscheide und wenn ich hier was unterschreiben muss, ich habe gar keinen Zweifel, ich mache das. Deine Energie ist, ich weiß nicht, worüber wir jetzt für dich so genau reden, aber die Energie ist sehr stabil, sehr sicher, sehr deutlich. Löwe, wir haben hier irgendwie mit einer juristischen Sache zu tun für eine Gruppe von euch, aber ich weiß von jeder von euch nicht, was das ist, aber das ist so. Es kann schon sehr viel darüber reden. Überhaupt nochmals Eigentums, ja? Also könnte man hier schon sehen, Eigentums und diese endgültige Lösung jetzt hier, eine Lösung, die
die kommt, eine Lösung, die kommt. Egal, worüber wir für dich hier reden, ja? Die Kommunikation ist da. Ich weiß nicht, ob manche von euch operiert werden müssen, dass wir hier mit einer Operation zu tun haben. Eine OP vielleicht, jemand in der Familie. Also die Sonne ist ja da, das ist die Gesundheit. Also es gibt hier die Gesundheit ist da. Von da aus keine Angst, ja. Ich meine jetzt, wenn man hier operiert werden muss, eine OP gibt, habe keine Angst, es wird alles gut werden, ja. Du brauchst gar keine Angst zu haben. Wow. Schau mal bitte jetzt, Löwe. Von meinen Bildern kam diese Person im Labor, so eine Laboruntersuchung, Blutuntersuchung oder irgend so einen Termin beim Arzt. So eine Situation gibt es hier. Deswegen für eine Gruppe gibt es vielleicht. Also Löwe. Hat jemand, wenn du ein Mann bist, ja, hat eine Frau jetzt gesagt, das Baby, was ich jetzt auf der Welt bringe, ist von dir und du möchtest sicher sein, ob das Baby wirklich von dir ist. Du machst eine Blutuntersuchung oder du möchtest doch wissen, ob das Baby tatsächlich dir gehört oder nicht. Ja, ich weiß, das spricht nicht für allen, aber das ist das Gefühl für eine Gruppe, was ich hier habe. Dass man wissen möchte, ist das Baby von mir oder ja, oder dass ein Mann das wissen möchte von dir, Löwe, ob das Baby, was du von ihm bekommst, ob das Baby von ihm ist. Ja, ich meine, es tut mir leid, aber es sieht hier so aus. Und, aber wenn das so ist, doch, das Baby, wenn du Mann bist, doch, das Baby gehört dir. Also, wenn du ein Mann bist, du möchtest das doch wissen. Also hier ist die Antwort ist ja. Also die Antwort ist bestätigt. Das Baby gehört dir. Und ja, und wenn du Frau bist, du weißt natürlich ganz genau. Aber das ist immer mehr für den Mann. Ne? Der Mann ist derjenige, der das wissen will, weil die Frau eigentlich weiß schon, was da ist. Ja. Aber doch, hier gibt es schon einen Arzt, eine Untersuchung, einen Arzt, eine OP für manche. Egal wie das hier sei, es ist positiv, es kommt sehr gut dabei raus. Ja. Tatsächlich, also so sieht es nämlich aus, kam nämlich auch diese Katze. Kosmische Verbindung nicht von dieser Welt. Kosmische Verbindung, die Intuition. Und so ein Foto. Also eine Person schaut sich ein Foto an. Ja. Entschuldigung, meine Pause. Also ein Foto, es kann hier mit Altersunterschied haben. Also wir können hier einen Altersunterschied doch haben. Nochmals eine Schwangerschaft könnte hier auch sein. Schau mal, was gekommen ist, auch diese Häuser. Hier haben wir drei Häuser. Also Häuser sehe ich bei dir auch, Eigentum sehe ich hier schon. Eigentum und die Geschwister, deine Geschwister oder deine Familie, deine Kinder, also hier sind mehrere beteiligt in dieser Situation. Interessant ist, kamen diese drei Häuser und aber auch drei Herzen. Also du siehst ja, die Nummer 3 ist hier schon. Ja? Ich spüre hier Liebe, also die Liebe ist hier tatsächlich. Löwe, also gerade sehe ich die Nummer 1111 in meine Ohr, möchte ich dir unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, ob du es richtig sehen kannst, es ist hier 1111, ja. Eine wichtige Nummer, eine wichtige Nummer. Eine Person hat sich hier scheiden lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich spricht, Löwe, oder ob das für die andere Person spricht, für jemanden von deinem Interesse, für einen Wunschpartner. Aber jemand hat sich hier scheiden lassen. Eine Person ist eigentlich schon sehr lang allein und am Heilen. Eine Person, ich sehe hier Menschen mit sehr viel Weisheit und viel Intuition. Ich sehe hier also eine alte Seele, Löwe.
Es ist nämlich so. Ich spüre hier, dass, also ehrlich gesagt, ich rede bei dir über neue Anfänge. Also man möchte hier neu anfangen. Und das ist, ich kann es dir wirklich hier bestätigen. Es ist so. Es ist so. Egal, wie es mir die Sache anschauen. Wir reden hier über einen neuen Zyklus für dich. Viel Glück, viel Glück, viel Stabilität, finanzielle Stabilität, Liebe, Geld. Wow, Frieden. Mein Gott, Löwe, was für eine Legung, gell? Was für eine Legung. Löwe, halt dich fest, das geht schneller hier. Schau mal, von diesem Orakel kam für dich, schaue dir das ganze Bild an. Also, das ist Vollmond in der Schütze, Sternzeichen Schütze. Also, so ungefähr, ja. Schaue das ganze Bild, ne? Also mache dir einen größeren Bild von der Situation. Ich weiß nicht, ob du mit dem Satz hier, was das für dich jetzt in manchen Fällen heißen mag. Ja? Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und hier wieder noch einen Löwe, Sternzeichen Löwe, nochmals. Und nichts wird von der Situation kommen, das kann mit der Vergangenheit zu tun haben. Ja? Also Löwe, das ist Vergangenheit. Eigentlich, du weißt ja, die Vergangenheit, ja, existiert ja in Wirklichkeit nicht. Ja? Diese Zeit existiert nicht. Die einzige Zeit, die existiert, ist diesen Hier und Jetzt. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft, gar nichts. Von da aus, jede Minute oder Sekunde, die man für diese Vergangenheit nimmt, ist verschwendete Zeit, ja, verschwendete Zeit, aber tatsächlich, hundertprozentig, ohne Zweifel. Also diese Karte für mich hat mehr mit der Vergangenheit zu tun, ja, aber das ist hier nicht, das muss ich dir sagen, ja, natürlich sieht man die Familie und so weiter, eine Scheidung und so weiter, eine toxische Situation gibt es nämlich hier auch und ich denke, es hat eine familiäre, für eine Gruppe gibt es auch eine dritte Person hier. Aber ich meine, das beschäftigt mich gerade nicht unbedingt, weil ich sehe die Veränderung hier. Was soll ich mich jetzt damit beschäftigen, wenn ich sowieso sehe, dass die Energie sich extrem für dich verändert? Von Oshu-Zen kam für dich die Moralität und Projektion. Zwei Menschen, die sich sehr ähnlich sind. Ja? Menschen, die sich ähnlich sind, gleich sind. Gleich sind. Löwe, starke Legung. Starke Legung. Starke Legung. Vorsichtig mit dem, mit Suchtverhalten eigentlich. Vorsichtig mit Suchtverhalten und so weiter. Aber Löwe, ich glaube, hier in dieser Legung hast du es schon im Griff, oder? Ich meine jetzt, du oder die andere Person. Also nicht, dass ich mich verstanden werde. Aber doch, ich meine, ich habe hier den Teufel, ja. Ich meine, aber ich sehe hier die Königin der Schwerter. Es gibt hier einen Schluss und Ass der Schwerter. Was soll ich dir hier sagen? Ich habe nämlich Ass der Schwerter, König der Schwerter, König der Schwerter, Königin der Schwerter. Es gibt hier einen klaren Veränderung deiner Energie. Das ist nämlich so. Es gibt eine Ende und neue Anfänge. So ist es. Eine Ende und neue Anfänge. Interessant. Und beide Fotos haben die Hände hoch, ne? Auf eine andere Weise, aber beide haben die Hände hoch, ja? Der Teufel will halt schrecken. Ne, der Tod will halt mehr schrecken und hier ist mehr Glück dabei, ja? Ist eine Befreiung halt, ne? Also Löwe, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Und was soll ich dir hier sagen? Ich glaube, ich kann dir schon sagen, genieße das, ne? Ich denke schon. Also ich denke tatsächlich schon, ja. Und nochmals, eine Gruppe möchte hier heiraten und das denke ich nämlich auch. Oder eine Gruppe möchte was Ernstes hier machen. Also ich rede hier nicht über ein Spielchen, ich rede über was Ernstes. Ich rede tatsächlich über was Ernstes. Die Energie ist ernst. Die Energie ist ernst. Also, es gibt einen Heiratsantrag hier.
Und die Antwort ist ja. Löwe, danke schön, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und danke für deine Likes, für deine Abos. Und bis bald, Löwe. Tschüss.